So, die letzte Location, wo wir angekommen sind. Das ist richtig krass, Freunde. Guckt euch das an. Hier ist noch ein alter Fernseher drin. Das ist ein alter Gasthof und eine Pension. Das ist richtig, richtig krass. Das ist richtig krass, Freunde. Wenn das so schaut, ne? Gasthof. Da bieten kommen schon runter, da seht ihr, dass es ja auch wirklich lost ist, dass das jetzt kein Ding ist. Hier seht ihr ja auch, dass die ganzen Sachen runterkommen. Hier drin sieht man es halt dann richtig, ne? Hier hinten auch. Und hier geht es dann nochmal rein. Krass. Das ist ein altes Pensionszimmer. Guckt euch das hier an, Freunde. Die alten Telefone. Krass. Ein altes Bad. Oder hier. Das alte Zimmer. Da hinten der Hometrainer. VHS-Kassetten sind noch im Start. Selbst die Vorhänge sind noch da. Schon krass. Schon richtig krass. Meine Zimmer schauen alle gleich aus, ist ja logisch. Aber hier haben wir noch ein Zimmer. Mit geilen Ausblick. Da unten. Seht ihr ihn? Da steht der Urbex-Bus. Da unten steht der Urbex-Bus. Schon krass. Also man sieht es auch schon, dass hier alles schimmelt. Da oben, ne, seht ihr das hier? Schimmelt wie Sau. Aber es ist ein uriger, geiler Lost Place, der im Endeffekt bei uns in der Gegend ist. Hier ist auch nochmal ein altes Zimmer. Hier. Noch ein altes Bad, ein paar Details wahrscheinlich. Hier hängt sogar noch Klopapier. Hier ist noch sogar, ja, was soll man sagen, hier ist wieder das Wasser. Was hast du nur dahin? Gillette-Rasierklingen sind auch noch da. Den Heizkörper hier haben sie komischerweise abgeschraubt. Sind die noch gut? Die riechen, Alter. Alter, die riechen noch, die Gillette-Zeichen. 22 Jahre alt, Alter. Also ist schon eine geile Location, wenn man benimmt, da, Qualität, Vorwerk. Ich weiß nicht sogar, ob das die Location ist, wo sie mal gesaugt haben. Hm? Ich weiß nicht sogar, ob das die Location war, wo sie gesaugt haben. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es echt nicht schlecht hier. Zimmer 10, hängt der Schlüssel. Dann habt ihr hier oben noch so geile Details für die Lampe zum Beispiel hier, ne? Krass. Also ist schon nicht ohne. Dann haben wir hier hinten noch ein Zimmer, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja, also hier, Zimmer schauen alle gleich aus. Bäder schauen auch immer alle gleich aus. Aber das Bad muss schon älter sein. Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Weil ich denke, wenn das 2000 lost ist, hat man 2000 solche Fliesen benutzt. Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich einfach mal jucken. Schon krass. Und das Ding steht in Oberfranken und gammelt seit 23 Jahren vor sich hin. Auf, ja. Wir können auf, aber hinten stürzt alles rein. Weiß nicht, keine Ahnung. Probiert man es nicht? Okay. Los, wo stürzt denn alles ein? Wenn wir jetzt links hinter rechts. Da denn da das? Ja, glaube ich. Ja, wo der Boden gut ausschaut. Warte, war das überhaupt in der Location? Hier oben? Ja, wenn es jetzt so frech ist. Ja,
auch krass, ne, wenn ihr euch das so anguckt, die ganzen Details, was hier noch sind. Hier haben sie auch rumgewühlt. Aber hier oben wird schon wieder warmer, ne? Mhm. Ja. Also es ist ein bisschen tricky, in diese Location reinzukommen, weil die steht mitten auf der Hauptstraße und außenrum mhm. sind lauter, ja, kann man sagen, lauter Leute außenrum. Verrückt. Das ist jetzt auch geil. Feuerlöscher. So, die Zimmer schauen alle gleich aus, aber es ist immer noch erstaunlich, dass im Endeffekt, sage ich jetzt mal, wirklich noch Sachen da sind. Wie zum Beispiel das Schminkzeug hier. Krass, oder? Dass das Schminkzeug noch im Stand ist. Oder hier wurde noch geraucht. Ist noch der Aschenbecher voll. Die Bäder sind hier mal wieder ein bisschen anders gestaltet. Aber ist auch geil. Ah, ist schon verrückt. Hier eine alte Pfaffennähmaschine. Oder das hier. Schon krass. Schaut zwar alles irgendwie von der Einrichtungsstil her gleich aus. Aber ist halt ein richtig, richtig geiler Lost Place. Das Zimmer hier ist geil. Der Schrank hier ist mega. Guckt euch den Schrank an. Krass. Und das Zimmer hier mit dem passenden Bett. Wahnsinn. Killer. Also absolut Killer. Also. Das seht ihr ja mal, was die für einen Aufwand betrieben haben. Das ist ja noch wirkliche Malerei. Also das ist wirklich nur mit der Hand gemalt. Also das Bett hier war echt nicht günstig. Genauso wenig wie die Schränke, die hier sind und so. Das war wirklich nicht billig. Der Fernseher. Und hier das gleiche. Ne? Ja, die alten Fernseher. Hier ist noch voll viel Einrichtung am Start. Das ist Wahnsinn. Oder hier oben die Stickerei. Krass. Wahnsinn. Also das ist echt eine geile Location für das Jahr. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, mein Opa und meine Oma hatten auch so ein Bett. Wenn irgendjemand von euch im Endeffekt auch weiß, was so ein Bett damals gekostet hat, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich rucken. Rucken? Jucken. Aber guckt euch die Details an. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Da hinten gab es sogar einen Saunabereich. Also hier ist noch eine alte Sauna. Das ist, das scheint ja, als es noch in Betrieb war, richtig, richtig geil gewesen zu sein. Hier hinten ist auch noch eine Sauna. Scheint ja richtig gut gewesen zu sein. Aber was mich total triggert ist, guckt euch dieses Bad an. Sau krass, oder? Richtig krass. Da haben wir auch noch einen Lebensraum erfüllt und. Wahrscheinlich, ja, ne? Ist wahrscheinlich 20 Grunde gemacht. Vermutlich. Schau mal die Heizung an. Die Heizung ist so uralt. Wie gesagt, ich habe was gefunden, 2000, also das heißt 22 Jahre steht das Ding da. Hier, altes Solarium. Habe ich auch noch nie gesehen. Hier, Badezeiten. Am 7.21. geöffnet, Donnerstag, freitags wegen Saunabetrieb geschlossen. Bitte keine Ballspiele. Hey, das war echt der Pflanze. Ja. Oder das hier. Die Details hier sind halt immer noch der Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass das 22 Jahre leer steht. Das ist schon echt verrückt. Da hinten geht es noch im Keller. Und hier ging es nochmal an einem Schwimmbad. Und da geht's hoch. Krass. So, wir machen jetzt einen Abflug. Wir verlassen die Location wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentieren, liken, teilen. Ihr kennt das Spiel. Sagt mich weiter. Desto mehr Reichweite kriege ich auf YouTube. Würde mich freuen. Haut rein. Bis dann, euer Thomas. We'll be right back.
Thank you.